Ja, das ist angenehm und ruhig. Jetzt geht's mir viel besser. Hey, wie bist du hier reingekommen? Lange Geschichte, Alter. Was willst du von mir? Wir werden nur einen kleinen Plausch halten. Kann ich aus... Ja, okay. Ja, sagen Sie, Mr... Oh, ein Bewunderer. Sie sind weit gereist, um mich zu treffen, bis ins Jenseits. Ich fühle mich geehrt. Ich bin nicht gekommen, um Sie zu treffen. Das heißt doch, aber ich bin kein Bewunderer. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind. Ach, die Jahre. Sie waren nicht gnädig zu meinem Aussehen, aber ich versichere Ihnen, ich bin Roger Romero. Okay, Mr. Romero. Ich bin hergekommen, um Ihnen einige Fragen zu stellen. Aber gerne. Ist das ein Interview? Fragen Sie, was Sie wollen. Ich muss die Verbindung zwischen ihm und Doc finden. Nadja scheint das fehlende Glied zu sein. Aber wer ist dieser Roger? Ich lasse ihn erst mal reden, bevor ich mit dem Verhör beginne. Fangen wir von vorne an. Sagen Sie mir Ihren Namen und erzählen Sie mir ein bisschen von sich. Oh, das ist eine dieser Geschichten. Ich bedarf eigentlich keiner Vorstellung. Ich bin der Magnifico Roger Romero, Mime Extraordinaire, berühmter Bodybuilder und Ex-Entrepreneur und Erfinder des Romero-Riegels, des einzigen Gesundheitsriegels, der Haarausfall verhindert. Aber Sie sind dick und ich bin ziemlich sicher, dass Sie eine Perücke tragen. So ist das eben, wenn man pleite geht und keine Romero-Riegel mehr essen kann. Schuld haben die Konsumenten. Die Romero-Riegel waren einfach ihrer Zeit voraus. Jahre voller Hamburger konnten dieses Loch in meinem Herzen nicht stopfen. Dafür aber die Arterien. Und die ziemlich gründlich. Okay, konzentrieren wir uns auf... Bauen wir erstmal eine Verbindung zu ihm auf. Sie sagten, dass Sie Schauspieler sind. Sie haben diesen Teil Ihres Lebens nicht wirklich hinter sich gelassen, richtig? Was wollen Sie damit andeuten? Nur, dass hier viele Scheinwerfer, Kabel, Kameras und Kostüme herumliegen. Oh ja, natürlich. Erinnerungen an mein Leben als Star. Andenken, sozusagen. Und das ist jetzt alles Vergangenheit? Naja, im Moment schon. Aber Sie haben vielleicht gehört, solche Nachrichten verbreiten sich unter euch Paparazzi ja wie die Fliegen, dass ich mein Comeback vorbereitet habe. Ein großes Comeback. Ich stand kurz vor meinem ersten Film mit Caveira nach mehr als 20 Jahren. Es sollte ein Werwolf-Film werden. Und wie Sie wissen, bedeutet ein Werwolf-Morphing für einen Horrorregisseur wie Olivenia den Durchbruch oder den Absturz. Schon seltsam, dass es sein Debüt werden sollte. Ein Werwolf? Das riecht aber verdammt nach Doc. Zeit, die Strategie zu ändern und mit den ernsthaften Fragen anzufangen. Was wissen Sie über Doc Mendonça? Ich weiß nicht, was die Boulevardpresse schreibt, aber ich hatte noch nie Kontakt zu diesem Mann. Ich weiß nicht mal, wer dieser Doc Mendonça überhaupt ist. Das ist seltsam. Er ist nämlich in Ihrem Hotel verschwunden. Er war mit einer Frau namens Nadja zusammen. Klingelt da irgendwas? Ich kenne keine Frau dieses Namens. Sie untersuchten einen Zigeunerfluch. Darüber wissen Sie vermutlich auch nichts, oder? Nein. Natürlich nicht. Es gab auch Gerüchte über eine Verschwörung. Die Mitglieder sollen sich in diesem Motel getroffen haben. Unsinn! Ist das eine dieser Geschichten? Das Motel Romero war seit dem Tag seiner Eröffnung ein Ort für die ganze Familie. Ein Ort, an den man seine Kinder bringen kann. Ich unterhalte keine Beziehungen zu unerwünschten Elementen der Gesellschaft. Ich kenne die von Ihnen erwähnten Personen nicht. Und Zigeunerflüche? Es gibt keine Zigeunerflüche. In Ordnung, Mr. Romero. Wenn Sie nicht nett zu mir sind, bin ich es auch nicht zu Ihnen. Sie behaupten also, nichts über einen Mann namens Doc und ein Mädchen namens Nadja zu wissen. So ist es. Von Doc Mediocre habe ich vielleicht schon gehört. Ist er ein Wrestler oder sowas? Der Name klingt wie ein Wrestler. Hitzköpfig und aggressiv. Ein schmieriger Frauenschläger und ein rosa Tütü. Aber diese Frau, Nadja,
Ich kenne niemanden, der so heißt. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der so heißt. Nein, nein. Ich glaube dir nicht. Das ist merkwürdig, denn einer ihrer früheren Partner hat sie direkt mit ihr in Verbindung gebracht. Verleumdungen! Wie kann dieser undankbare Hohlkopf meinen Namen beschmutzen, nach allem, was ich für ihn getan habe? Ich habe ein Foto gesehen, auf dem sie beide gemeinsam drauf waren. Das bedeutet gar nichts. Heutzutage kann jeder alle möglichen Gesichter auf ein Foto klatschen. Es war aber ein richtig altes Foto. Also, ich weiß wirklich nicht, woher Sie all diese Gerüchte haben. Ist das so eine Geschichte? Ich sagte Ihnen doch, ich kenne niemanden dieses Namens. Irgendwas ist seltsam. Aber was? Dann kennen Sie sie ja vielleicht unter einem anderen Namen, oder? Nein, natürlich nicht. Sie zögern ziemlich oft. Was sollen plötzlich diese Anschuldigungen? Was für eine Story wollen Sie denn schreiben? Sie sind der schlechteste Journalist aller Zeiten. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, aber Nadia ist vielleicht gar nicht ihr richtiger Name. Vielleicht ist sie diejenige, die etwas verbirgt. Warum haben Sie so große Angst davor, über den Zigeunerfluch zu sprechen? Ha! Es gibt keine Zigeunerflüche. Doch? Ein großer Mann wie Sie kann doch nicht abergläubisch sein. Korrekt. Ich meine, Sie sind so voller Stolz. Da ist einfach kein Platz für irgendetwas anderes. Spielen Sie jetzt auf mein Gewicht an? Ist es so eine Geschichte? Nein, nein, das würde mir schwer fallen. Sogar bei Ihnen. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich früher ziemlich muskulös war. Die vielen Hamburger waren nötig, um das Loch zu stopfen, das die Romero-Riegel in meinem Leben hinterlassen hatten. Und sie haben meine Arterien ordentlich gefüllt. Bis zum Schluss. Irgendwas ist seltsam. Aber was? Haben die Hamburger ihre Arterien verstopft? Hatten sie ein schwaches Herz? Das heißt, sie wurden nicht ermordet? Leider nicht. Das wäre eine tragische Geschichte gewesen. Ich hätte es auf die Titelseiten geschafft. Aber es waren wirklich nur die Hamburger. Und ein Herz, das es leid war, gegen die Wellen anzukämpfen. Ich frage mich, ob er immer noch versucht, seine Angst vor einem Zigeunerfluch zu verbergen. Oder ob er ehrlich ist und die Todesursache nichts damit zu tun hat. Wie auch immer, das wirft andere Fragen auf. Danach habe ich zwar nicht gefragt, aber ich nehme, was ich kriegen kann. Dockhammer, Zigeunerfluchhammer, nehmen wir die Besonderheit. Warum verbergen Sie die zahlreichen Treffen mit Ihren Freunden? Glauben Sie mir, wenn ich Freunde hätte, die es wert sind, dass man sie verbirgt, dann hätten sie keinen Grund, sich zu verbergen. Ich verstehe schon. Das alles ist direkt vor Ihrer Nase passiert. Und Sie haben einfach weggesehen. Genau. Ich habe alle Gäste mit meinem bekannten Charme und meiner Herzenswärme beglückt. Wie soll ich mir da die Namen von gerade mal zwei davon merken? Irgendwas ist seltsam. Aber was? Wie kommt ihr jetzt auf zwei? Haben wir irgendwas? Hä? Warum sagten Sie zwei? Ich habe nichts von zwei Männern gesagt. Ich weiß nicht, einfach so. Warum sollten es sonst nur zwei Männer sein? Ich weiß nicht. Sagen Sie es mir. Wie hießen Sie? Ich sagte Ihnen bereits, dass ich die zwei Herren nicht kenne, die sich angeblich in meinem Hotel getroffen haben. Er wird es weiterhin leugnen. Aber er weiß es mit Sicherheit. Das darf ich nicht vergessen. Dann, ey, wir sind durch. Also, einmal durchgerutscht, Wahnsinn, oder? Okay, ich habe genug gehört. Ich sage Ihnen jetzt, was für eine Geschichte ich aus Ihren Ausführungen machen kann. Nach dem Konkurs Ihrer Romero-Riegel hatten Sie erhebliche Schulden. Wie jeder ohne Fähigkeiten und ohne Verstand, suchten Sie sich Hilfe bei den falschen Leuten. Um aus dem Ärger rauszukommen, haben Sie beschlossen, das Einzige zu tun, von dem Sie etwas verstehen. Einen Film drehen.
Sie und ihre Freundin haben von diesem Werwolf-Detektiv erfahren und wollten ihn für ihren Film entführen. Nein, das stimmt nicht. Sehen Sie sich doch mal an. Sie können nicht schauspielern und ihr gutes Aussehen ist längst Vergangenheit. Sie brauchten unbedingt einen echten Werwolf. Aber als sie erfuhren, dass es Nadja gelungen war, ihn zu umgarnen, waren sie so aufgeregt, dass sie einen Herzinfarkt erlitten. Das stimmt überhaupt nicht. Sie hätte mit diesem schrecklichen Mann niemals etwas zu tun haben wollen. Geben Sie es zu. Sie haben den Zigeunerfluch erfunden, um meinen Boss herzulocken, damit Nadja und Sie ihre Schulden loswerden konnten. Hören Sie damit auf. Ihr Name war nicht Nadja. Was? Ich sagte, Ihr Name war nicht Nadja. Sie hieß Mirela. Nadja war nur ihr Bühnenname, mit dem sie ihre Roma-Herkunft verbarg. Sie war reizend. Sie wollte nicht danach beurteilt werden, wo sie herkam. Wollte nicht danach beurteilt werden, wie sie aussah. Und sie sah fantastisch aus. Immer witzig, immer mutig. Viel mutiger als ich, keine Frage. Sie haben kein Recht, ihren Namen so in den Schmutz zu ziehen. Ich glaube, es ist Zeit für ein Geständnis. Meine Güte, ich bin ja sowieso schon tot. Mein Ruf kann auch nicht weiter sinken. Macht euch bereit für ein Meer voller Kummer und Reue. Das ist so eine Geschichte. Ich war nie besonders klug, hatte aber ein großes Herz. Ich war zwar ziemlich muskulös, aber auch ein Feigling. Und ich mochte sie. Wirklich. Thomas Cavera und dieses Monster kamen zu mir. Er suchte kein Talent, denn das hatte ich ohnehin nicht. Er wollte nur mein Aussehen. Mein Aussehen und mein enormes Ego. Ich hätte alles dafür getan, auf der Leinwand zu glänzen. Wir haben zusammen Monsterfilme gedreht. Jede Menge sogar. Keiner davon war ein großer Erfolg, aber einige Zuschauer fanden die Spezialeffekte großartig. Das war lange vor CGI, wissen Sie. Und manchmal, wenn wir eine weibliche Hauptrolle besetzen mussten, war auch Mirela dabei. Sie hat mich nie wie einen Handlanger behandelt. Sie war nett zu mir. Aber sie konnte ihre Roma-Herkunft nicht verleugnen. Die grünen Augen, das schwarze Haar. Ja, sie war eine Zigeunerin. Das waren andere Zeiten damals. Ich wusste nicht, was wir taten. Damals jedenfalls noch nicht. Diese schrecklichen Dinge. Als sie auf dieser Bühne starb, ließen die anderen sie verbluten. Ich war zu verängstigt, um etwas zu unternehmen. Sie hat uns verflucht. Uns alle. Mirela hat uns mit ihrem letzten Atemzug verflucht, während Blut aus ihrem Mund quoll. Und wir schworen, niemals auch nur einer Seele davon zu erzählen. Cavera und das Monster besuchten mich regelmäßig, um sich zu vergewissern, dass ich mich noch an unseren Schwur hielt, um mich daran zu erinnern. Beim letzten Mal ging es sogar um einen neuen Film. Der Teil hat gestimmt. Und ich war zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder richtig aufgeregt. Und dann kam sie zurück. Genauso schön wie an ihrem Todestag. Bewahrt wie eine Rose aus Stein. Ihre Augen durchbohrten mich. Durchbohrten mein krankes, erschöpftes, geschundenes Herz, bis es zu schlagen aufhörte. Ich habe keine Ausreden mehr. Moment! Was waren das für schreckliche Dinge? Wer war das Monster? Was... Nein. Was zum... Hasul! Du... Ich war so nah dran. Jetzt muss ich den nächsten Mondzyklus abwarten, bis ich wieder ein Geist werden kann. Ich weiß. Ich sagte, du sollst mich aufwecken, bevor die Kerze erlischt. Danke. Sonst säße ich dort in der Falle. Wenigstens habe ich jetzt den Namen des Regisseurs. Aber ich kenne ihn nicht. Aber es gibt einen Ausweg. Mein Freund Vasco liebt dieses Zeug. Und bei seinem lexikanischen Filmwissen sagt ihm vielleicht auch dieser Name etwas. Er ist ein richtiger Nerd. Ich sollte ihn anrufen. Hallo? Vasco? Hey, Mann, wie geht's? Pass auf, ich brauche eine kurze Auskunft.
Sagt dir der Name Tomás Cavera irgendwas? Wo soll ich dich treffen? Ein Freizeitpark? Was? Bin schon unterwegs. Gehen wir, Pasol. Maravilloso mundo de Cavera. Das heißt irgendwie sowas wie die wunderbare Welt von Willkommen Cavera, in der Maravilloso Mundo de Cavera! Ein Freizeitpark in Lissabon, der die Filme eines einheimischen Regisseurs als Motto hat? Warum habe ich davon noch nie gehört? Naja, der Ort ist ziemlich kultig. Und du lässt dich leicht ablenken, von blinkenden Lichtern zum Beispiel. Also, was kannst du mir über diesen Regisseur und diesen Ort erzählen? Cavera ist ein Kultmaestro. Er hat in den 70ern und 80ern einige Monsterfilme gedreht. Alles Klassiker. Monsterfilme? Kein Wunder, dass Doktor ermittelt. Was war so besonders an ihm? Naja, die Handlung war meistens ziemlich fadenscheinig. Es ging immer um einen Typen, der sich in ein Monster verwandelt und dann gegen andere Monster kämpft. Aber was die Spezialeffekte angeht, war er ein verkanntes Genie. Seine blutrünstige Darstellung der Kämpfe und die Kostüme waren großartig. Da kann jeder Kaiju-Film einpacken. Er war die Inspiration für moderne Klassiker wie Die menschliche Waschmaschine oder Sohn der menschlichen Waschmaschine. Okay, mit dem sollte ich mal ein paar Worte wechseln. Wo finde ich ihn? Er lebt sehr zurückgezogen in seinem eigenen Privatkino, irgendwo im Labyrinth des Parks. Es heißt, der gesamte Freizeitpark sei ein Test, um herauszufinden, ob jemand würdig ist, ihn zu treffen. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt. Toll. Er ist meine einzige Spur und wir müssen ein gewaltiges Rätsel lösen, um ihn zu finden. Diese Nacht wird immer besser. Habe ich jetzt eigentlich noch den Hammer und das ganze Zeug? Ah ne, ah, jetzt habe ich wieder meine eigene Tasche. Alles klar, sehr schön. Dann, pass auf. Was habe ich hier noch? Irgendwas zum... Ne, geht nur rein. Alles klar, dann betreten wir die wunderbare Welt des Cavera. Ui. Okay, was haben wir hier? Jetzt sind Schauen wir mal. Niemand verkauft diese Postkarten. Heißt das vielleicht, dass sie gratis sind? Try and error? Niemand verkauft diese Postkarten. Heißt das vielleicht, dass sie gratis sind? Ich nehme einfach eine mit, um meine Theorie zu überprüfen. Wow, da ist ein Foto von einem hässlichen Maskottchen drauf. Ich kann nicht glauben, dass Cavera so berühmt für seine Effekte ist. Irgendwas in mir schreit, dass wir das noch rausfinden werden. Ein Regenschirm als Geschenk, um den Park auch bei Regen genießen zu können. Ich sollte einen mitnehmen. Kostet schließlich nichts. Komm her und teste deine Stärke. Hast du es drauf, die Glocke zum Schlagen zu bringen? Ich möchte es versuchen. Du? Gute Idee. Na gut, wenn du den Hammer hochheben kannst. Ich habe eigentlich immer einen fiesen Spruch auf Lager, aber das war einfach zu traurig. Hey, das Ding ist manipuliert. Die Scheibe bleibt auf dem Weg nach oben hängen. Das ist Betrug. Faule Ausreden von einem erbärmlichen Möchtegern-Mann. Der Nächste. Hinter mir ist doch niemand. Der Nächste. Okay. Was haben wir hier noch? Ladies und Gentlemen, hier zeigt sich, wer wirklich treffsicher ist. Die Männer beeindrucken die Damen. Die Damen zeigen, dass sie keine Männer brauchen, die für sie antreten. Alle sind Sieger. Hallo. Ich würde es gerne mal probieren. Viel Glück. Nicht, dass so ein attraktiver Mann das nötig hätte. Schade eigentlich. Tja, da gerät die Männlichkeit ins Wanken. Hey, das ist unfair. Das Fadenkreuz ist verstellt. Spar dir die Ausreden für deine peinliche Vorstellung. Du machst dich damit nur selbst zum Narren. Betrug! Betrug! So,
gucken wir mal in die andere Richtung. Dann geht's raus, dann fangen wir hier rechts an. Ja, wen haben wir denn hier? Quatschen. Kann ich mit der Achterbahn fahren? Du? Ja, du! Komm her, mein Junge. Ich spüre bei dir eine starke Ausstrahlung. Sag mir, dass es kein Fett ist. Ich werde den Gestank einfach nicht los. Ich kann dir deine Zukunft vorhersagen, wenn du eine Tasse Kaffee für mich hast. Du kannst doch nicht mal vorhersagen, ob du am Monatsende dein eigenes Gehalt bekommst. Sei still, du blöde Maschine. Ich glaube nicht an Wahrsagerei. Und deshalb werde ich... Hör zu, wenn du mir einen Kaffee bringst, sage ich dir nicht nur deine Zukunft voraus, sondern verrate dir auch den Trick, wie man das Labyrinth überlistet. Okay, du hast meine Aufmerksamkeit, Lady. Aber kann ich bis dahin schon mal mit der Achterbahn fahren? Tu dir keinen Zwang an, aber versuche unbedingt den Messingring ganz oben zu fangen. Er bringt Glück. Den Messingring? Ja, wir haben das Karussell und die Achterbahn zusammengemischt, um Platz zu sparen. Ah, es gibt ja auf so Jahrmärkten hier so Ringe stechen. Ich weiß nicht, ob das jemand noch kennt. Hey! Werfen Sie bitte eine Münze ein. Dann sage ich Ihnen die Zukunft vorher. Ich habe kein Geld. Werfen Sie bitte eine Münze ein. Dann sage ich Ihnen die Zukunft vorher. Vergiss es. Das Ding ist Betrug. Komm hierher, wenn du echte Wahrsagerei willst. Das ist nicht korrekt. Meine Algorithmen können die Zukunft vorhersagen. Im Gegensatz zu ihrer ungetesteten und unwissenschaftlichen Scharlatanerie. Sei still, du blöde Maschine. Wer im Hexenhaus sitzt, sollte nicht mit Lebkuchen werfen. Wie ich sehe, kommt ihr zwei blendend miteinander aus. Werfen Sie bitte eine Münze ein. Dann sage ich Ihnen die Zukunft vorher. Und jetzt verstehe ich auch, warum sie dich hasst. Wir fangen mal mit dem Ding hier, oder? Wie mache ich das? Hier, ah ja. Vergiss nicht, dir den Messingring ganz oben zu holen. Er bringt Glück. Danke. Okay. Ui. Ui. Jetzt sollte in der Achterbahn übrigens immer ganz hinten hocken. Ach, der Typ schon da. Weil dann nämlich der Schwung, den ihr über so Bögen drüber macht, hinten am stärksten ist. Ach, was jetzt? Was? Ah. Okay. Zu dir was machen sollen. Shit. Mal zu hier. Das war ja mal nichts. Das hat Spaß gemacht. Mach das Ding zu. So. Dann machen wir das nochmal. Vergiss nicht, dir den Messingring ganz oben zu holen. Er bringt Glück. Danke. Aha. Ich glaube, der Regenschirm könnte jetzt hier Hilfe bringen, oder? Das müssen wir mal gucken. Ja klar, weil ich mir wahrscheinlich, wie ich sage, ne, so Ringe stechen. Wie mit so einer kleinen Lanze. Schauen wir mal, wie schnell genug bin. Zack. Ja, das ist schon spannend. Yeah! Yeah! Yes, yes, yes! Oh Gott, ich liebe dieses Spiel. Ich hab den Ring! Ich hab den Messingring! Bekomme ich jetzt eine Freifahrt? Hast du auch nur für eine einzige Attraktion bezahlt? Auch wieder wahr. Trottel. Was soll ich noch? Jetzt kann ich hier den Ring probieren, oder? So als Münzersatz? Das kann ich nicht gebrauchen. Schade. Aber dann, mehr kann ich hier jetzt nicht machen.